Okay, im Wasserfall ist es versteckt. Oh, Eule. Uhu, wie viele Instrumente hast du bereits? Wenn du alle 8 gefunden hast, musst du eine. Was musst du sie vor dem Ei spielen, damit der Windfisch aufwacht und du Kokolint wieder verlassen kannst? Geh nun zur Durstwüste. Wo ist das denn? Die schwarzen, monströsen Einwohner der Wüste werden dir den Weg weisen. Ich sage nur, uhu. Voll der Dumme. Ja, wo ist denn hier die Wüste? Was sagt denn die Karte? Das sieht mir nicht nach Wüste aus. Ist das hier Wüste? Nein, das ist. Nein, bitte, laber mich doch nicht voll, wenn ich auf der Karte bin. Da oben ist der Windfisch. Okay, das ist dann auf keinen Fall eine Wüste. Ich habe erstmal noch eine andere Idee. Au, au, au. Ah, ich hau einfach ab. Die Viecher sind zu extrem. So, ich gehe jetzt nämlich zurück in die Stadt. Aber da kann ich jetzt nämlich eine Kleinigkeit machen. So, wir können erstmal einen laden. Und wir können uns einen Bogen kaufen für 980. Ich habe das Geld nicht. Wir können das Ding mal versuchen zu klauen. Aber ich lasse es mal. Wir können es wirklich klauen, aber dann, ach, was soll ich sagen? Dann heißen wir für den Rest des Spiels einfach nur Dieb. Ich weiß noch nicht, ob ich es machen werde. Ich versuche es jetzt einfach mal ohne. Ich habe das Spiel nie gezockt, ohne dass ich da einfach alles aus dem Laden geklaut habe. Ich könnte es ja mal sonst aus Demonstrationszwecken machen, falls das einer von euch nicht kennt. So, auf jeden Fall wollte ich aber hier rein, weil hier war ich ja schon mal eigentlich. Kann ich die Viecher umrennen einfach? Okay, das macht es einfacher. Anstatt immer mit der Wirbelattacke da rumzufuchteln. So, einfach durch. Lalala. Bam. So, ach, das brauche ich jetzt nicht. Dann kann ich ja hier durch. Und da oben. Oh, jetzt besitzt du die Flöte. Musik ist Trumpf. Sieht mir aber aus wie eine Ocarina. Es ist eine Flöte, aber was sollst du auf ihr spielen? Okay, wir können gar nicht die Flöte spielen. Wir sind irgendwie ein bisschen. Wir haben es nie gelernt, denke ich mal. Wir kennen keine Lieder dafür. Das heißt. Oh, wir haben einfach mal Pech gehabt. Gibt es sonst noch ein paar Kleinigkeiten, die man machen kann jetzt? Ich glaube, mir fällt nichts mehr ein. Ich würde sagen, dann beende ich jetzt mal die Aufnahme. Und beim nächsten Mal finde ich dann irgendwie einen Weg zu dieser Wüste, wo wir hin müssen. Und hier ist unser Anfangshaus. Na gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Okay, ich spiele doch weiter. Ja, ich habe es gerade so komisch aufgenommen, dass es zu lang einfach für einen Part ist, aber viel zu kurz, um zwei draus zu machen. Das heißt, ja, ich spiele etwas weiter und ich kann die Zeit gerade nicht. Ich spiele es hier auf Vollbild, deswegen kann ich auch nicht sehen, wie lange ich hier aufnehme oder sowas. Das ist natürlich Pech, deswegen mache ich einfach mal alles nach Gefühl. So, jetzt gehe ich einfach mal einen Weg lang, den ich jetzt noch nicht so gegangen bin. Ich vermute mal, dann komme ich schon zu meinem Ziel. Ach du Scheiße. Warte mal, hier war doch mal genau das. Das will ich, weil jetzt darf ich ja hier durch. Und mir einen schönen Schatz holen. Okay, erstmal warten, bis er rauskommt. So, das darf ich doch. Ja, genau. Ich krieg ein bisschen Geld. 50 Rubine. Ja, du bist der Coolste hier. Okay. Ich habe eigentlich gehofft, ein paar Herzteile. Ein paar vor allem. Aber wenigstens mal ein Herzteil oder sowas rauszuholen dabei. Kriege ich aber leider nichts. Schade. Na gut, dann weiter den Weg. Boah, immer diese Viecher da hinten. Oh, warte, das Herz brauche ich. Okay, da oben. Ach, da ist so eine Fee. Hey, was mit dir, Mario? Hi Link, ein schöner Stock, den du da hast. Leihst du ihn mir mal kurz? Naja. Naja und nein. Naja heißt ja auch irgendwie mehr oder weniger nein. Naja. Oh, der will die Bienen ärgern. Oh, das sieht bis jetzt nach einer guten Idee aus. Ja, lauf im Kreis. Okay, die ewige Jagd. Und das Ding ist abgefallen. Plötzlich hast du statt eines Stockes eine Bienenwabe. Tja. Tja, der hätte mir den Stock auch ruhig wiedergeben können, hätte ich beides gehabt. Okay. Ach, die Stelle ist es hier. Na gut, dann kommt man hier anscheinend nicht weiter.
Aber ich habe hier eine Bienenwabe. Ich glaube, das wird ja wohl relevant sein oder so. Dann gehe ich jetzt mal nach unten. Und... Oder warte mal, konnte man... Jetzt fängt es wieder an rumzuirren hier alles. Also ich kann euch auf jeden Fall garantieren, dass sowas noch oft vorkommt in diesem Spiel. Warte mal, ich wusste nur nicht mehr, ob es hier wirklich irgendwo weiterging mal. Ja, hier waren wir. Also, wenn wir jetzt hier weitergehen. Und hier lang. Und hier lang. Und hier nach unten gehen. War ich hier schon mal unten? Doch, ich war, glaube ich, schon mal unten. Ah, ich gehe trotzdem mal hier lang. Ach, hier bin ich. Okay, ich kenne die Gegend auch so ein bisschen. Zoodorf. Ich glaube, da war ich auf jeden Fall noch nicht. Ich meine, laut Karte ist es wirklich neues Gebiet und wir können hier unterirdisch rein. Solche Trickfische. Die gab es auch bei Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Und Superstar Saga auch. Sowas. Ich gehe mal unten lang oder ich gehe doch oben lang. Ich will eigentlich oben lang, aber ich werde ja so verscheucht von diesem Viech. Okay, was haben wir hier? Einfach mal durchrennen. Oh, jetzt wird sie aber kunterbunt. Reißen und werfen, reißen und werfen, Spinnen töten. Ich gehe mal hier unten lang. Und jetzt gehe ich hier oben lang. Okay, jetzt waren hier so viele Wege. Schläft der Fisch ewig, der Held wird zur Erde. Okay, und wir hören den Wasserfall. Der wird zur Erde, was soll das heißen? Das sieht mir auf jeden Fall nach einer Wüste aus, oder? Ja. Lasst euch nicht davon stören, das ist gar nichts, was da gerade mitten im Bildschirm einfach mal aufgeplatzt ist. Ja, wusstet ihr, ihr könnt 100 schlimme Photoshop-Pannen immer haben. Was soll... Boah, ist das... Ja, komm. Das war jetzt ganz schön scheiße. Das war nicht gut. Und was sind die Dinger hier? Die gab's auch bei The Minish Cap. Oh, okay, die rasten aus, wenn man die anpackt. Oh, das will ich. Yeah. Ich will da lang. Darf ich nicht hier lang? Okay. Ah, töten. Okay, wir können nicht töten. Wir können nur wegstoßen. Ich vermute mal, hier wird der Dungeon sein, aber ich habe ja gar keinen Schlüssel dafür. Au, au. Oh, ich darf rein? Oder was ist das hier? Okay, es ist einfach nur ein riesiger Boss. Okay, Wirbelattacken scheinen ihm zu schaden. Ich nehme mal die Feder, damit ich seinen Stunts ausweichen kann. Okay, oh, er wird sauer. Au! Schnell weg. Nein! Okay. Oh mein Gott, er nimmt mich, oder? So, ja, ich bin tot. Ich schaffe es nie, gegen einen Bossgegner auf Anhieb zu gewinnen. Das ist fürchterlich. Okay, nochmal. Ich meine, schwer ist er ja gar nicht mal. Das ist ja das Üble an der Sache. So, einfach zack. Und hier noch einmal. Jetzt wird er sauer ohne Schild. Okay, meine Attacke hat er irgendwie von alleine eingesetzt auf einmal. Der verliert seinen Kopf oder sowas. Und wir haben gewonnen, ohne einen Treffer zu... Oh Mann. Immer diese krassen Gegensätze. Und wir bekommen... Ist das der Dungeon-Schlüssel? Er gehört nun dir. Das ist cool. Kann ich hier irgendwie... mal ein bisschen Licht... ins Dunkle bringen? Was haben wir denn? Okay, ein Bild vom Windfisch. Oh, Island Kokolin, bist nur eine Illusion. Die Menschen, die Monster, das Meer, der Himmel sind nur ein Traum des Windfisches. Weckst du den Träumenden, so wird er sich dir Insel. Was? So wird die Insel in Luft auflösen, wie eine Seifenblase zerplatzen. Was? Alles nur eine Illusion? Tja, wenn der Windfisch aufwacht, wird sich etwa die Menschheit auflösen? Wer weiß das schon. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt einen Schlüssel fürs vierte Dungeon, glaube ich. Oh.
Du hast das Bild gesehen. Natürlich weiß man nicht genau, ob Kokolin tatsächlich nur ein Traum des Windfisches ist. Leider weiß man immer erst nach dem Aufwachen, dass der Traum nur ein Traum gewesen ist. Im Moment kennt die Wahrheit nur der Windfisch. Vertraue deinem Gefühl, irgendwann wirst du es genau wissen. Naja, das ist vielleicht nicht ganz die Wahrheit. Ich meine, es gibt seltene Fälle, wo man träumt, aber trotzdem weiß, dass es ein Traum ist. Kennt ihr das? Ich meine, hin und wieder habe ich sowas schon mal. Also nicht allzu oft, aber es gab schon 3 Fälle oder so, wo ich wusste, ey, das ist doch ein Traum. Ich kann eigentlich tun lassen, was ich will. Und dann mache ich irgendwie doch nichts Außergewöhnliches. Das ist irgendwie komisch. So. Kennt ihr diese SpongeBob-Folge mit diesen Träumen da, wo Patrick da auf diesem Pferd da sitzt? Ich glaube, so ungefähr träume ich auch immer. Man kann wirklich alles machen, worauf man Bock hat. Ja, ich habe Bock, mit dem Schaukelpferd zu fahren. Mir fehlen 25 Cent. Warte mal. Erstmal den töten und dann gucke ich mal auf die Karte. Wo können wir jetzt lang? Ich meine, ich weiß gar nicht mal, wo der 4. Dungeon jetzt eigentlich auf sich warten lässt. Aber ich glaube, lange nehme ich jetzt auch nicht mehr auf. So, machen wir gleich ein schönes Päuschen. Also ins Wasser kann ich ja sowieso nicht. Kann ja momentan nicht schwimmen. Und ich habe auch keine Bomben übrig. Das ist wirklich blöd gelaufen, würde ich sagen. Dann muss ich hier wieder weg. So, alles abreißen. Okay, was haben wir denn hier alles? Okay, irgendwie gar nichts. Das ist so komisch. Dann wieder hier raus. Aus dieser frechen Gegend. Ich muss hier wieder hinkommen, wenn ich eine Bombe habe. Ich hätte auch Bomben kaufen können, oder? Ich glaube, ich habe es einfach vergessen. Hier können wir auch nicht lang. Okay. Oder was sagt die Karte? Ich glaube, die Karte sagt, ich sollte ganz schnell weiter rennen. Au, der hat mir voll Damage reingedrückt. Okay, ich brauche die Stiefel da oben. Yeah, um ganz schnell von A nach B zu kommen. Ah, ich wollte ihn schon schlagen. So, aber jetzt kann ich mal unten lang laufen. Oh Mann, Mann, ich wollte ihn gar nicht schlagen. Geh bitte. Okay. Willkommen in Zoodorf. Also wir können nach Zoodorf, wir können nach Süden und wir können nach Westen. Achso, hier ist der Eingang. Upsi, dupsi.